Du bist doch schon wieder nur am Meckern, Dieter. Was ist denn jetzt los? Ja, weil das ist zu groß hier, ne? Wichtig war der Name, dass der groß ist, ne? Also, er ist nur am Meckern. Also, wir sind hier gerade vom Haus der Musik. Und was ist heute? Wir beginnen unsere Schnäppchenwochen. Und Dieter Büker, unser Chefdekorateur, der hier eigentlich alles vollenden soll, meckert eigentlich die ganze Zeit rum. Was hast du denn für eine Säge mit, Dieter? Was machst du denn damit? Ja, Sägen. Sägen? Musikinstrumente durchsägen. Musikinstrumente durchsägen. Schneiden. Und so kommen wir dann auf einen halben Preis, oder wie? Ja, schneiden wir einfach die Hälfte ab, ne? Das ist auch gut. Dieter, kannst du dich noch erinnern, als wir in der Bruchstraße das Haus mit Holzbrettern so ein bisschen vernagelt haben? Da haben wir auch viel gesägt. Dann haben wir ein bisschen Ärger gekriegt, ne? Das ist ja schon in die Geschichte der Stadt Detmold eingegangen, ne? Untere Bauaufsichtsbehörde. Ich erzähl's immer wieder gerne. Strafauflage, 500.000 Euro, wenn wir die Deko nicht sofort abbauen. Ja, nun halt doch mal das Plakat schön fest. Unsere Tagespraktikantin hier, die Julia, die hilft uns. Ja, Dieter, Schnäppchenwochen im Haus der Musik. Ich sag's noch mal, ich gehe mal gerade so durch, dass Sie sehen, dass das alles kein Spaß ist. Hier die Säge, okay. Und dann haben wir hier palettenweise Sonderpreise. Das begehrte Pferd. So, wir fangen heute gerade an zu dekorieren. Hier geht's weiter. Und dahinter sieht man dann auch mal unseren Herrn Köller. Der kalkuliert gerade Preise, oder was machst du? Klar. Mach mal schön teuer, ne? Nee, schön günstig. Schön günstig. Ja, palettenweise, teilweise Einzelstücke. Und auch das kann man zurzeit alles im Webshop auf www.musikalienhandel.de erwerben. Also, rein ins Netz und zuschlagen, sag ich da nur. So, ich gehe jetzt nochmal zum Dieter. Was der noch so zu vermelden hat, das ist unser Stefan. Hi. Stefan, alles klar bei dir? Ich bin am Arsch. Was hast du denn da auf dem T-Shirt eigentlich stehen? Sag mal, ey, we play ja mal, what about you? Ich nehme mich hier nicht mehr drauf, auf dem Bauch. Unsere Devise. Also, was sagst du zu unseren Schnäppchenpreisen? Also, ich würde eigentlich sehr alles kaufen hier. Alles kaufen hier. Genau. Also, zuschlagen. Wir gucken nochmal, was der Herr Büker macht. Ja, Holland, da müssen wir noch ein bisschen üben im Text. Ja, das war. So, jetzt haut er hier die Säge an, Dieter. So, jetzt müssen wir mal sägen. So, mal sägen hier. Du bist doch so ein richtiger Dekorateur, ne? So wie man den im Buche noch stehen hat. Der kann hammern, hämmern, sägen. Schreiben. Oh. Nageln, schrauben. Genau. Nur nicht dekorieren. Nicht dekorieren kann er nicht. So, die Mädels sind jetzt durchgeschaut. Ja, aber die Julia hier war uns. Schön vorne und hinten. Netz hier, Marc. Das ist schön. Und es sind noch alle Finger dran. Wahnsinn, Dieter. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute dich nicht direkt übers Netz buchen als Dekorateur bei uns. Ja. Der Knaller. So, ich schalte jetzt mal wieder ab. Bis demnächst, würde ich sagen, oder? Tschüssi.